Ja, dann herzlich willkommen zum Pressegespräch im Anschluss an die Partie heute gegen den Halleschen FC. Ich darf ganz herzlich den durchgefrorenen Gästetrainer Sreto Ristić begrüßen. Herzlich willkommen und Mitchell Vajani auch gefroren an der Außenlinie. Es waren nicht die besten Bedingungen und das Spiel endete 2:2 vor 1208 Zuschauern. So viel zur Statistik und jetzt fragen wir die beiden Trainer, wie sie die Partie gesehen haben. Und dann natürlich der Gästetrainer Sreto Ristić, das erste Wort. Bitteschön. Ja, hallo, guten Abend erstmal. Ja, also zwei unterschiedliche Halbzeiten aus meiner Sicht, wobei wir ja die erste Halbzeit, so wie wir sie begonnen haben, irgendwo auch vorgegeben haben, ein bisschen stabiler zu stehen, abzuwarten, zu gucken, was Ferl anbietet. Wir wissen schon, dass es eine sehr strukturierte Mannschaft ist, die wirklich guten Fußball nach vorne spielt. Wollten wir ein paar Bälle knacken, um dann eben in die Umschaltmomente zu kommen. Das haben die Jungs wortwörtlich genommen und es war einfach viel zu passiv. Wir fanden gar nicht statt. Die ersten 20 Minuten haben ausdrücklich über Standards gesprochen, aber ich glaube, drei Standards, zwei Einwürfe und Rückzugstand 2-0. Und ja, dann hast du auch nichts mehr zu verlieren. Und wir wurden mutiger, haben gemerkt, dass auf jeden Fall was für uns drin ist, die wir heute haben. Haben das, glaube ich, schon ab dem 2-0 deutlich besser gemacht und man hat gemerkt, wir können was holen. Zweite Halbzeit war es ja, sind wir natürlich mit dem 2-1 noch in die Kabine gekommen. Das wurde auch nochmal bestätigt, dass wir eine auch Möglichkeit haben, hier was zu holen. Zweite Halbzeit waren wir, glaube ich, ja, dominanter, besser im Spiel. Wir haben deutlich mehr Abschüsse gehabt, zielstrebiger Richtung Tor, hatten Feld, glaube ich, schon vor Probleme gestellt und machten 2-2 und ich dachte, jetzt geht noch mehr. Wir haben nicht aufgehört. Es hat uns wahnsinnig viele Körner gekostet, aber ja, jetzt, wenn man das ganze Spiel sieht, dann sind wir froh, auch hier mit einem Punkt jetzt rauszukommen. Wobei ich denke, dass es auch drei hätten werden können. Nichtsdestotrotz, wir sind zufrieden, fahren jetzt nach Hause und haben am Dienstag das nächste Heimspiel, was auch wahnsinnig schwer sein wird für uns. Mit dir und deiner Mannschaft weiter viel Erfolg. Ihr macht es schon richtig gut. Ja, dann vielen Dank für die lobenden Worte. Lieber Sreto Ristić, Mitch, deine Einordnung zur Partie. Ja, also erstmal, so wie Zeit muss noch sein, freut es mich, dass du hier gesund aufgetaucht bist und dass da nichts passiert ist. Ich habe es ja auch mitbekommen. Deswegen, ich glaube, da ist Fußball komplett eine Nebensache. Deswegen hat es mich gefreut, dass da nichts passiert ist. Und jetzt zum Spiel. Ich muss sagen, die erste Halbzeit, wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Der Plan ist ganz gut aufgegangen, dass wir mal auf eine Aktion vom Gegner warten wollten, einen ruhigen Spielaufbau gehabt haben und dann die Lücken nutzen. Dann kamen wir über die Standardsituation ins Spiel rein und in meinen Augen, ja, war es dann mit dem 2-0 auch relativ gerecht. Und der Knackpunkt war, dass wir nicht das Dritte gemacht haben. Ich glaube, dann wäre es mehr oder weniger ein Selbstläufer gewesen. Und da muss ich sagen, seid ihr richtig gut ins Spiel reingekommen. Ja, wie gesagt, wir haben dann das Nachziehen gehabt. Das 2-1 war so ein bisschen im negativen Sinne der Knackpunkt. Aus der Halbzeit sind wir gar nicht rausgekommen. Und im Endeffekt, wie du es gesagt hast, würde ich sofort unterschreiben. Also wir können dann im Endeffekt noch froh sein, dass wir hier einen Punkt bei uns behalten, weil ja, es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Und das war halt aus eigener Schuld das Heft aus der Hand gegeben. Und nochmal, da gehört immer ein Gegner dazu, der es dann halt wirklich auch gemerkt hat, dass sie im Kommen sind, dass das Momentum gerade auf eurer Seite lag. Habt ihr komplett ausgenutzt. Deswegen auch von meiner Seite aus nochmal Glückwunsch zum Punkt hier. Ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder einen Dreier einfahren, weil es in der Situation auf jeden Fall auch bitter nötig für uns. Vielen Dank. Danke, Mitch.